Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Camping Cowboys. Heute geht es wieder um Messer, Taschenmesser, Outdoor-Messer, wie man hinter mir schon erkennen kann. Heute geht es um das MSP Backpacker, eins meiner allerliebsten Messer, die ich besitze. Und natürlich gibt es dann auch noch einen Werkstatttest und hinterher einen Messerporn. Also bleibt dran. Und da sind wir auch schon wieder zurück und ich fange auch gleich direkt an. Hier, kleine schwarze Schachtel, so kommt das Messer an. Ganz einfache Verpackung, aber was drin steckt, ist der Wahnsinn. Das Einzige, worum man erkennen kann, dass es ein Müller-Messer ist, hier vorne ist das kleine Müller-Zeichen drauf. In dieser Schachtel befindet sich unter anderem Anleitung. Ist auch nicht bei jedem dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Und diese Anleitung sagt mir, wie ich mein Messer zu schleifen habe, wie ich mein Messer zu behandeln habe. Das ist wirklich nicht bei jedem dabei und ich finde das persönlich sehr, sehr wichtig. Zum Zweiten ist drin ein kleiner Schraubenzieher. Wozu der gebraucht wird, zeige ich euch gleich noch. Und zum Schraubenzieher die dazugehörige kleine Schraube. Wozu das alles ist, zeige ich euch gleich. Und jetzt kommt's. Hier ist es. Das MSP Backpacker. Ich besitze das MSP Backpacker ungefähr seit einem Jahr. Und ich habe es damals rausgeholt. Und das erste, was ich gesehen habe, war, also vom Gewicht her 165 Gramm. Ich mag das, wenn die Messer ein bisschen schwerer sind. Man spürt, dass man was in der Hand hat. Ich mache es mal kurz auf. Allein das Geräusch auch schon. Man hört und sieht hier hinten, es ist ein Backlog. Hier hinten ist der Backlog. Der Backlog ist für mich sehr, sehr schön. Die Feder weder zu stark noch zu schwach. Und vor allem, sie ist sehr, sehr gut positioniert. Das heißt, wenn ich um das Messer rumgreife, der Backlog sitzt in der Hohlhand. Das heißt, wenn ich den Hauptdruck ausübe auf einem Messer hier hinten und ganz vorne zur Klinge hin, ich habe keine Chance, diesen Backlog, egal wie fest ich es greife, den Backlog zu öffnen. Das ist sehr, sehr wichtig für mich persönlich immer, auch wenn ich schwere Schnitzarbeiten oder mal im Wald ein Ast abchoppe oder sonst irgendwas, dass mir der Backlog nicht aufgeht. Daher finde ich Backlog eigentlich das Beste, was es überhaupt gibt. Dann, hier hinten ist der Clip und da komme ich schon zum allerersten. Hier ist dann der Schraubenzieher. Und der Schraubenzieher ist hierfür da. Und zwar, wenn ich hier hinten die Schraube lösen möchte. Die Schraube ist dann auch noch ersetzbar. Also der Glasbrecher, der drauf ist, wird mitgeliefert. Aus der Verpackung kommt er mit dieser kleinen Befestigungsschraube. Das Gute daran ist nicht nur hier hinten die Schraube, dass ich die einfach wechseln kann. Nein, diese Schraube hält auch gleichzeitig noch den Clip. Der Clip ist stramm, aber nicht zu stramm. Das heißt, also das werde ich wohl nicht verlieren. Also der ist wirklich gut, aber es ist so, dass man es auch schön lösen kann aus der Hosentasche. Und hier hinten, wenn ich die Schraube löse, kann ich die Schraube umsetzen auf Linkshänder. Stahl, und jetzt kommen wir ja quasi zum Wichtigsten, was ein Messer angeht, und zwar der Messerstahl. Wir haben hier eine Klingenlänge von 8,5 cm, eine Gesamtlänge von 20,7 cm und eine Klingenstärke von 3,7 mm CPM S90V. Und da sage ich jetzt gleich noch was zum Preis. Also S90V für sage und schreibe 140 Euro. Da gibt es bei anderen Herstellern nichts mit S90V Stahl. Die kosten mindestens 100 Euro mehr, wenn nicht sogar mehr als das Doppelte. Also
absoluter Preis-Leistungs-Sieger. Hier oben ist auch noch ganz was Interessantes, und zwar der Nagelhau. Wie man hier sehen kann, der ist nicht eingefräst, sondern der Nagelhau ist gelasert. Das ist so eine kleine Besonderheit beim Backpacker, was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Man braucht aber nicht glauben, auch wenn der nicht so prominent ist, dass man das hier an dem Nagelhau nicht gut packen kann. Also das ist wirklich griffig und man kriegt das Messer auch wirklich gut am eingelaserten Nagelhau auf. Also das ist auch überhaupt kein Problem. Hier oben das Chimping ist relativ grob. Also das ist eins der wenigen Dinge, wo ich jetzt sagen würde, Herr Müller, da müssen wir noch mal nacharbeiten. Also wenn ich hier auch fest drauf drücke, also wenn ich schwere Schnitzarbeiten durchführe, man kann hier sehen, ja, also das Chimping ist schon ziemlich grob. Die Griffschalen hier aus Holz. Ich mag Holz sehr, sehr gerne. Also es ist einfach von der Haptik her, es ist wunderschön anzufassen, das Holz. Momentan leider im Shop von dem Herrn Müller, den ich euch natürlich in der Beschreibung verlinken werde, nicht mehr erhältlich. Ich glaube, hier berichtigt mich, wenn es falsch ist, in den Kommentaren, es müsste Walnussholz sein. Momentan im Shop leider vergriffen, nur noch in G10 mit orangen und blauen Griffschalen. Aber selbst das lohnt sich auch auf jeden Fall. Hier haben wir die Schraube für den Klingengang. Und mit dieser Schraube kann man hier den Klingengang einstellen. Ich mag es immer so ein bisschen zwischendrin, so ein bisschen, ja, also nicht zu leicht, nicht zu schwer. Ich bin immer ein schöner Freund für den Mittelweg. Und wenn man den Klingengang gut einstellt, dann kriegt man auch mit ein bisschen Übung das Messer einhändig auf. Hier vorne am Nagelhau, also hier der Finger passt gut hin und holt die Klinge auch wirklich gut raus. Na, ein bisschen schwitzige Finger, macht nichts. Von der Optik her und von der Verarbeitung her gibt es überhaupt gar nichts zu meckern. Also die Verarbeitung ist absolut top. Man sieht keinerlei Übergänge, man spürt sie auch nicht. Das Messer ist top verarbeitet. Und Klingenspiel ist natürlich auch keins. Also ich drücke hier gerade wirklich, man sieht es gar nicht, weil sich überhaupt gar nichts bewegt. Die Klinge ist wirklich bombenfest. Und sie läuft natürlich auch nicht auf Wischern, sondern die Klinge läuft komplett ohne Wischer. Das bedeutet, der komplette Klingenstahl liegt auf und das macht das Messer einfach bombenfest und es läuft aber trotzdem wie geschmiert. Ein wirklich gutes Messer. Also meine Erfahrungen dazu mit dem Messer waren durchweg positiv. Also ich hatte es jetzt schon ein Jahr lang draußen dabei und ich habe es genau einmal nachgeschärft, was ein bisschen eine Katastrophe war, weil ich da gibt es einen Minuspunkt, also nach dem Chimping hier oben vielleicht auch den zweiten Minuspunkt, und zwar war die Klinge hier vorne, ab hier, wo diese Kurve in der Schneide nach oben geht, war sie nicht durchgeschliffen. Das heißt, die war quasi so breit wie hier hinten noch so ein Stück. Ich habe es rausgeschliffen, weil es mich einfach gestört hat, weil die Schneide sollte eigentlich immer durchgängig sein. Ich weiß nicht, ob dieser Fehler innerhalb des letzten Jahres behoben worden ist. Das wäre natürlich total schön. Würde ich mich auch sehr freuen für alle, die dieses Messer jetzt kaufen. Aber die Klinge, wenn nicht durchgeschliffen ist, finde ich immer ein bisschen schade. Das Messer in der Hand, tipptopp. Also ich hatte nie Probleme irgendwie, auch wenn man es ein bisschen weiter vorne greift, wenn man wirklich Druck ausüben muss,
überhaupt gar kein Problem. Das Messer liegt einwandfrei in der Hand. Und hier hinten, man sieht, ich habe 7,5er Handschuhe, also Leute mit 8er und 9er Handschuhen oder drüber können dieses Messer auch noch gut packen. Hier hinten sieht man nochmal so ein kleines, ja, ich weiß nicht, ob es ein Chimping ist, ja, ich würde es eher so als kleines Designelement ansehen. Da dem Gesamtbild nochmal ein bisschen andere Optik verleiht und ich finde es auch optisch ist es absolut top gelungen. Die Klinge auch sehr schön geformt. Also, MSP Backpacker kann ich wirklich nur empfehlen. Also hier kriegt man einen absoluten Premium Stahl für wirklich schmales Geld. Also jeder, der wirklich ein sehr, sehr gutes Messer braucht, ein Alltagsmesser. Ich habe es auch oft als EDC dabei, nicht nur im Wald oder beim Campen. Der sollte sich das auf jeden Fall zulegen. Preis-Leistung, wie gesagt, glaube ich, sage ich jetzt schon das dritte Mal, unschlagbar, wirklich unschlagbar. Und von den Camping Cowboys gibt es logischerweise eine absolute Kaufempfehlung. So, wunderschön. Ich bin begeistert. Ich bin immer wieder begeistert, auch wenn ich es in die Hand nehme. Also wirklich toll. Und jetzt werde ich euch auch zeigen, was das Messer in der Praxis kann. Und dazu gehen wir in die Werkstatt. Zurück aus der Werkstatt und ich muss wirklich sagen, das MSP Backpacker macht seine Sache auch unter schweren Bedingungen wirklich gut und man hat auch gesehen,
wie viel Kraft ich aufgewendet habe, weil ich habe heute auch ein paar widerspenstige Holzstückchen erwischt. Aber macht nichts, das MSP Backpacker hat seine Sache wunderbar gemacht. Egal ob beim Schnitzen, beim Holzspalten oder beim Choppen, das Messer liegt wunderbar in der Hand. Und von den Camping Cowboys eine absolute Preisempfehlung, ja, 140 Euro und damit auch gleichzeitig eine absolute Kaufempfehlung, S90V für 140 Euro in dieser Verarbeitung gibt es so nicht. Also kenne ich keinen Hersteller, der für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis den S90V hergibt. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr Messervideos sehen wollt, dann schaut ein bisschen auf unserem Kanal rum oder abonniert ihn gleich. Und wenn ihr bis zum Schluss wartet, verlinke ich euch noch das andere Müller-Messer, das ich besitze, das MSP Outdoor. Und dazu noch auch eine absolute Kaufempfehlung, das Böker Plus Worldwide. Und jetzt kommen wir zum Messerporn und ab dafür. Messer über 100 Euro. Nee. Was ich für ein Scheiß rede.